Am 11.11. um Punkt 11.11 Uhr war es wieder soweit. Der bunte Karnevalistenzug nahte sich dem Schweriner Rathaus. Mit Musik, Tanz, Gesang und dem überlauten Hellau. Alle drei städtischen Vereine haben sich zu dem wichtigsten Tag im Jahr bestens vorbereitet und fingen mit dem Programm gleich an. Die schrille Gesellschaft wurde von der Oberbürgermeisterin Angelika Gramko persönlich in Empfang genommen. Sie musste der Forderung von Narren weichen und ihnen den goldenen Rathausschlüssel übergeben. Dieser wurde übrigens mit Hilfe der Stadtgesellschaft neu angefertigt, wenngleich nicht unbedingt aus purem Gold. Doch die Schlüsselübergabe erfolgte mit Auflagen. Wenn die Narren ab sofort über die Belange der Stadt entscheiden sollen, hat sie Angelika Gramko auch darum gebeten, die leere Stadtkasse zu füllen. Ob es den Karnevalisten in den kommenden Monaten wirklich gelingt, wird sich zeigen. Schließlich liegen ihre großen Stärken in erster Linie beim Tanzen und Büttenreden. Selbst die Kleinsten haben es drauf. Beim Empfang im Dämmlersaal des Rathauses haben sie es sehr überzeugend bewiesen.